Das Geografische Institut präsentiert Vögel, unsere feingefiederten Kollegen. Hallo, ich bin Troy McClure. Sie kennen mich wahrscheinlich noch aus Naturfilmen wie Ohrwürmer, Pfui und Der Mensch gegen die Natur auf der Straße zum Sieg. Im gesamten Tierreich opfert sich keine Mutter mehr auf als die des blauen Eichelhähers. Ihre Eier sind ihr mehr wert als das eigene Leben. Die Mutter wehrt tapfer alle fürchterlichen Raubtiere ab, wie den Dachs und den Mungo. Wogegen Mutter Eichelhäher natürlich nicht die geringste Chance hat, ist eine kräftige Stahlzange. Eier, prächtige Eier. Damit die Kleinen überleben, bedarf es der angenehmen Wärme und der zärtlichen Liebe, die nur eine Mutter geben kann. Oder besser noch, eine 75-Watt-Birne. Oh, hallo. In ein paar Tagen werden aus unseren Eiern niedliche Küken schlüpfen, wie die hier drüben. Die sehen aber halb verhungert aus, Mr. McClure. Sehr gut beobachtet, Billy. In der Natur würde die Mutter Futter ausspeien, um die Kleinen zu ernähren. Ungeheuerlich. Das kann man wohl sagen, Billy. Es ist ekelhaft. 75 Wattbirne, Futter ausspeien, Billy.